Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 11. Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und mied das Böse. Hiob Kapitel 1, Vers 1. Er hat mir das Leben gerettet. Wie das? Adoniel fuhr vor Überraschung über Rahels Worte unwillkürlich hoch. Das heißt, er wollte hochfahren, doch der steife Verband um seinen Torso und der unvermittelt heftige Schmerz in seinem Brustkorb belehrten ihn rasch eines Besseren. Kraftlos und matt sank er zurück. Wie lange habe ich überhaupt geschlafen? Fast einen ganzen Tag. Die zierliche Raphaelitin, die immer noch seine Hand hielt, errötete. Es ist jetzt der Abend des Tages, an dem du die Traumsaatbestie getötet hast. Langsam fielen Adoniel die Details des vergangenen Tages wieder ein. Daniel, keuchte er, geht es ihm, ich meine, ist er... Der Gabrielit war sicher, er hätte die Stille in seinem in Dunkelheit liegenden Krankenzimmer mit der Klinge seines Flammenschwertes schneiden können. Endlich sagte Rahel kaum hörbar, er wird wieder ganz in Ordnung kommen. Ihm konnte ich helfen. Dir nicht. Sie brach in Tränen aus. O Adoniel, ich schäme mich so. Ich habe dich im Stich gelassen. Du wärst gestorben, wenn... Red keinen Unsinn, kleine Schwester, sagte Adoniel mit belegter Stimme und strich ihr übers Haar, soweit es sein dick bandagierter linker Arm zuließ. Ich bin sicher, du hast getan, was du konntest. Und immerhin lebe ich ja noch. Nach einer kleinen Pause riskierte er die Frage. Aber wenn du nicht... Ich meine... Wem habe ich denn dann zu verdanken, dass ich nicht tot da draußen im Wald liege? Zu seiner unendlichen Erleichterung brach Rahel nicht erneut in Tränen aus, sondern hob den Kopf, schniefte einmal entschlossen und sagte dann wesentlich gefasster, »Naja, zunächst einmal Maloriel. Ich weiß ja nicht, was der Geist der Rameliten wirklich alles vermag, aber jedenfalls hat er hier im Himmel Alarm geschlagen. Dann kam sie uns zu Hilfe.« Und haben dich hierher gebracht, dich und Daniel. Hier im Krankentrakt haben sich dann drei meiner Ordensschwester um dich gekümmert. Deine Wunden schließen wäre für sie leicht gewesen. Ihre Stimme verlor sich. Aber, bohrte Adoniel nach, du erinnerst dich an den Stachel, mit dem die Bestie dich durchbohrte? Der Gabrielit nickte grimmig. Er war vergiftet. Der Traumsaatdämon hatte irgendeine Substanz in deinem Leib hinterlassen, die dich von innen heraus aufzehrte. Während sie sprach, strich Rahel gedankenverloren mit dem winzigen, schmalen Zeigefinger ihrer Linken über Adoniels blütenweißen Brustverband. Zunächst wusste keiner, was mit dir los war, aber du hattest furchtbar hohes Fieber. Du hast geradezu geglüht, und alle hatten Angst, du würdest sterben. Dann bot sich der Mann, der eben bei dir war, an, nach dir zu sehen. Zunächst wollte man ihn nicht zu dir vorlassen, es scheint, dass viele hier im Himmel ihm nicht trauen. Aber Schwester Anja, die ältere Begine, die Krankenstation leitet, kennt ihn von früher und hat ihre Autorität mit in die Waagschale geworfen.
Schließlich ließ man ihn an dein Bett. Rahel hielt einen Augenblick inne, um sich zu sammeln, und fuhr dann fort. Er hat das mit dem Gift sofort richtig erkannt. Es zeigte sich, dass es eher schädlich gewesen war, deine Wunden zu schließen, weil das der inneren Infektion noch Vorschub leistete. Und dann erneut brach sie ab. Ja, drängte Adoniel. Dann hat er dich operiert. 6 Stunden lang. Die ganze Nacht. Und seither geht es rasch aufwärts mit dir. Was? Er hat mich aufgeschnitten? Keuchte der Gabrielit ungläubig. Sag ich doch, entgegnete Rahel irritiert. Er hat gesagt, man dürfe nichts unversucht lassen, um einen tapferen Kämpfen des Herrn wie dich zu retten. Das sei er dir schuldig. Er hat lange, ganz schmale Klingen verwendet, die er mitgebracht hatte, und sie mit einer stinkenden, grümlich-schwarzen Salbe präpariert, ehe er zu Werke ging, die er ebenfalls in seinem Reisegepäck mit sich führte. Jetzt war Rahels Begeisterung für den Kahlköpfigen nicht mehr zu überhören. Ich habe als deine Scharschwester darauf bestanden, zusehen zu dürfen. Er war so kühn, so ein Heiler, der weiß, dass er das Werk des Herrn tut, Adoniel. Brummte der Gabrielit. Scheint, als verdanke ich diesem Kardinal tatsächlich mein Leben. Aber wer ist der Mann nun? Und was will er hier? Wieder errötete Rahel leicht. Ich kenne ihn nur vom Hörensagen, Adoniel. Er ist der geistige Führer der Prüfer, einer radikalen Gruppe innerhalb meines Ordens, deren genauen Ziele ich nicht kenne. Aber man sagt, er ist hier, um Verbündete zu finden. Oder zumindest, um der Exkommunizierung zu entgehen. Die beiden Gefängniswärter, die Naldo von Malvi in die düsteren Kellergewölbe unter dem Vatikan führten, trugen michaelitische Leinentracht über Kettenhemden, hatten Fackeln in den Händen und waren ausgesprochen schweigsam. Sie würdigten ihn keines Blickes, als sie die schwere, eisenbeschlagene Zellentür entriegelten, ihn einließen und Anstalten machten, hinter ihm die Zelle wieder zu schließen. »He, kann ich wenigstens eine der Fackeln mit hineinnehmen?« fragte Naldo in bemüht heiterem Tonfall. »Ich muss doch wenigstens sehen, mit wem ich es hier zu tun habe.« »Hier.« Der kleinere der beiden, ein unrasierter Geselle mit dem dunklen Teint und dem unverkennbaren Akzent der Sizilianer, schob ihm seine Fackel in die Hand. »Und nun macht hin. Ihr habt nur für 2 Stunden eine Aufenthaltsgenehmigung für die Zazerie.« Naldo nickte eingeschüchtert, trat in die Zelle und zuckte zusammen, als die Tür hinter ihm dröhnend zuschlug. Für einen Augenblick hatte der junge Mann die Assoziation, die Pforte eines Mausoleums sei hinter ihm zugeschlagen, aus dem es jetzt kein Entrinnen mehr für ihn gab. Er blieb reglos stehen, die Tür im Rücken, und bemühte sich, seinen Atem unter Kontrolle zu bekommen und zugleich seine Augen an die fast völlige Finsternis, die lediglich von seiner blanken Fackel erhellt wurde, zu gewöhnen. Ihm gegenüber saß der Mann, dessen wegen er hier war. Breitbeinig saß er auf dem strohgedeckten breiten Steinsims, das in dieser Zelle als Schlafstatt diente, die Unterarme auf die Knie, und starrte mit gesenktem Kopf auf den Boden zwischen seinen Füßen. Bekleidet war er lediglich mit einem vor Dreck starrenden, raguelitischen Engelsrock. Sein Haar, das er früher sicher nach Art der Bewahrer der Technik mit Ölen und Wachsen zu einem starr nach oben stehenden Stachelschopf frisiert getragen hatte, war inzwischen zu lang, verdreckt und verfilzt und hing strähnig von seinem Gesicht. Er blickte nicht auf, weder als die Tür sich öffnete, noch als sie wieder zuschlug. Naldo räusperte sich. Kaliel? Oder soll ich dich Hiob nennen? Ich bin Naldo von Malvi, Alumnus des ramelitischen Advokatenkollegs zu Monte Cassino, und werde dich in deinem kommenden Prozess anwaltlich vertreten.
Ich habe mich grundlegend mit deinem Fall vertraut gemacht, doch natürlich habe ich zahlreiche Detailfragen und wir müssen eine Strategie. Der Advokat hielt inne, als sein zukünftiger Mandant den Kopf hob und ihn ansah. Erst jetzt sah Naldo im Fackelschein das feine Netz der Tätowierungen, die im Gesicht besonders ausgeprägt zu sein scheinen. Tatsächlich, ein flügelloser Engel. Aber er sah noch mehr. Das rechte Auge des Ragoliten war zugeschwollen und an seiner linken Schläfe befand sich eine verschorfte Platzwunde. »Um Himmels Willen«, rief er aus, »hat man dich etwa...« Hiob musterte seinerseits den Mann, den man ihm da geschickt hatte. Jung, höchstens Ende 20. Ramelitische Tracht. Für die Mode der Zeit zu langes, fettiges Haar. Ein Schnurrbart, der den Namen eigentlich nicht verdiente. Große Nase, wache Augen. Sicherlich intelligent. Bestimmt war er ausgewählt worden, weil er an die Gerechtigkeit glaubte und diesen Prozess mit Pauken und Trompeten verlieren würde. All das nahm Hiob mit einem Blick wahr. Dann beantwortete er mit müder Stimme die Frage seines Gegenübers. Das ist doch ganz egal. Nein, ist es nicht, empörte sich der junge Advokat. Die Folter gehört außer gegenüber Ketzern nicht zum Instrumentatorium der Jurisprudenz der angelitischen Kirche und du bist ein Engel, was ein solches Vergehen ganz und gar undenkbar macht. Und außerdem, Naldo von Malvi, ja, ich habe nicht nach dir geschickt. Geh nach Hause und trink einen Becher Wein und halte dich von mir fern. Ich bringe Unglück. Aber ich... Hiob sah den jetzt mit hängenden Schultern vor ihm stehenden jungen Advokaten an. Naldo, ja, wie viele Prozesse hast du von diesem geführt? Schweigen, dein Kleinlaut. Keinen. Dies ist mein erster. Hiob nickte versonnen. Naldo, ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Du wirst mich zu diesem Prozess begleiten, doch ich verteidige mich selbst. Du wirst schweigen. Einverstanden? Das ist sehr ungewöhnlich. Warum willst du, dass wir das so machen? Ganz einfach, sagte Hiob. Verlieren wir, so habe ich mir das selbst zuzuschreiben. Werde ich aber freigesprochen, so werde ich allen sagen, du habest meine Verteidigungsreden mit mir eingeübt und du erntest den ganzen Ruhm. Einverstanden? Ja, strahlte Naldo. So könnte es gehen. So machen wir es, bekräftigte Hiob. Und nun geh, wir sehen uns vor Gericht. Aus dem schwarzen Himmel über der nächtlichen Michaeliten-Zitadelle schwebte geräuschlos ein großer Urielit mit vollkommen kahlen Schädel herab. Er nickte den beiden wachhabenden Templern auf der Flugplattform, die er sich für seine Landung ausgesucht hatte, nachlässig zu, ohne darauf zu achten, ob die beiden Männer den Gruß erwiderten. Dann rollte er, wie oft nach langen Flügen, die Schultern, um die Muskulatur zu lockern, nahm seinen mit smaragdgrünen Bändern umwickelten Langbogen von der Schulter und stützte sich darauf. »Können wir landen, Bruder?« hörte er die Stimme seines Michaeliten in seinem Kopf. Der Kahlköpfige antwortete in seinem Geiste. »Alles in bester Ordnung.« Innerlich zuckte er zusammen. Es funktionierte immer noch nicht so gut wie früher mit Henail. Dann landete Tomasiel, der schmale, hoch aufgeschossene neue Führer der Schar, auch schon neben ihm. Auch die anderen drei waren da. Paliel, ihre Gabrielitin, deren zierlicher Körperbau schon so manchen Gegner gefährlich getäuscht hatte. Baraliel, mit dem im Nachtwind wehenden, mausbraunem Haar vom Orden der Rameliten. Und Machasiel, die attraktive, schon recht erwachsen wirkende Raphaelitin. »Nun gut«, sendete Tomasiel. »Ihr wisst, dass es mich nicht glücklich macht, dass wir hier sind, dass ich aber verstehe, warum es euch so viel bedeutet, und dass ich mich dem beuge.« Nach einer kleinen Pause fügte er mit einer gehörigen Portion Stolz auf die Schar, die er führte, hinzu, »Und wenn euer Ragueli tatsächlich hier im Himmel ist, dann müssen es schon mit dem Herrn der Fliegen zugehen, wenn wir fünf ihn nicht finden. Gehen wir.«
Als Rahel in die Zelle der Schar zurückkehrte, hockten bereits alle auf den Schlafsimsen und hatten sich zur Ruhe begeben. Nur eine einzige Kerze, die vorne bei Maloriel auf einem Wandbrett stand, spendete ein klein wenig Licht. Kein Wunder, dachte die Raphaelitin. Sie alle hatten schließlich einen langen Tag voller Sorgen hinter sich gebracht, voller endloser, ernster Gespräche mit Prior, Emmaus und einigen Strategen des Himmels, die alles über den Traumsat-Überfall wissen wollten. Ein solcher Vorfall war im Michaelsland, geschweige denn in so unmittelbarer Nähe zur ewigen Stadt, seit Menschengedenken nicht mehr vorgekommen. Rahel beschloss, ebenfalls gleich mit der Meditation zu beginnen. Die Kerze konnte ruhig herunterbrennen. Maloriel fand seit Wochen so schlecht Ruhe, da wollte sie ihn nicht unnötig stören. Sie sprach, wie zu jedem Tagesabschluss, ein Nachtgebet, entledigte sich ihres Obergewandes und lehnte sich, wie sie es seit ihrer Ankunft im Himmel angewöhnt hatte, eng an Daniel. Wie beruhigend war es doch, sein Herz wieder stark und gleichmäßig schlagen zu hören. Ein Grund weniger, sich Sorgen zu machen. Und mit diesem Gedanken leerte die Raphaelitin ihren Geist und versank in tiefe Meditation. Maloriel wartete noch eine Weile ab, obgleich er sich sicher war, dass Rahels ruhige Atemzüge bedeuteten, dass sie sich ganz in sich selbst zurückgezogen hatte. Dann erhob er sich lautlos vom Sims und sah die Raphaelitin, die er, seit sie ihm mit Irene zusammen gesund gepflegt hatte, als das vertrauteste Wesen in seinem Leben betrachtete, und den hochgewachsenen Ureliten an, an dem sie sich geschmiegt hatte. Ein schönes Paar, dachte er. Dann schalt er sich innerlich. Was für ein seltsamer Gedanke. Und doch, wenn Ariel sich nur ein einziges Mal zu einer so vertrauten Geste hätte hinreißen lassen. Kopfschüttelnd verwarf der Ramelit diese Gedankengänge. Etwas anderes beschäftigte ihn viel mehr. Seit er am Brenner mit Hiob geredet hatte, wurden seine Träume nicht nur immer dringlicher, sondern auch immer deutlicher. Nun waren es Fetzen, Mosaiksteinchen, die er in den Nachtgespinsten sah, doch Maloriel war sicher, dass es in ihnen bald einen Sinn würde lesen können. Außerdem gingen ihm die Worte dieser Sängerin nicht mehr aus dem Kopf. Du bist das Gedächtnis deiner Schar, hatte Ab Guillaume einmal gesagt. Nun, wenn dem so war, dann hatte seine Schar auch ein Recht darauf, all dies mit ihm zu teilen. Entschlossen bückte er sich, entnahm seinem Bündel Feder, Tinte und ein kleines Notizbuch, hockte sich wieder hin und begann, wie besessen, zu schreiben. Am nächsten Morgen betrat Ios von Clermont wieder das Audienzzimmer, in dem Ab Bredinzi und Ud von Hatten bereits auf ihn warteten. Dieses Mal war das Geplänkel an der Tür unterblieben. Der wachhabende Templer hatte ihm, obgleich nicht derselbe wie am Vortage, keine Schwierigkeiten wegen seines Stocks gemacht. Während der obligatorischen Grußformeln betrachtete der Prüferkardinal die beiden Männer, die von seinen Zielen zu überzeugen ihm so entscheidend schienen. Sie hatten äußerlich wenig gemein. Vermont Bredinzi war Ende 50 und wirkte mit einem Wort gesagt lebendig. Wie von Clermont selbst war er keinen 1,70 Meter groß, machte das jedoch zum Teil durch eine sehr aufrechte, fast stolze Haltung wett. Zwar trug er die Mitra seines hohen Amtes, um keinen Zweifel an dem Machtgefälle im Raum aufkommen zu lassen, doch hatte er sich mit einem schlichten michaelitischen Monarchengewand begnügt. Der minutiös getrimmte graue Kinnbart, dieselbe Barttracht, wie sie von Clermont bevorzugte, ließ in den theologischen Fragen als gelegentlich eigensinnig geltende geistliche Oberhirten der Michaeliten entschlusskräftig und abgeklärt zugleich erscheinen. Der Prälat aus Gabrielsland hingegen hatte die 30 gewiss noch nicht lange überschritten. Er war hochgewachsen und schlank, hatte aber die typische, leicht gebeugte Haltung von Männern, die von Berufswegen viel sitzen
und deshalb unter Rückenbeschwerden leiden. Von Kellermo hatte ein Auge für derlei. Über dem weißen Monarchengewand der Michaeliten trug er den schwarzen Überwurf, der ihn als Prälat kennzeichnete, sowie am linken Arm den traditionellen goldbesetzten bis knapp zur Schulter reichenden Hand- und Armschutz, Symbol der Inquisitionswürde, ohne das üblicherweise nur bei Prozessen getragen wurde. Unwillkürlich drängte sich Ios von Clermont die Frage auf, ob er hier tatsächlich eingeladen war, um seine Ansichten zu schildern, oder vorgeladen, um sich seines eigenen Grabe zu schaufeln. Um sich sein eigenes Grab zu schaufeln. Der Abt bedeutete seine Gästen Platz zu nehmen, goss ihnen einen schweren Kelch Wein ein und sagte: Nun, Kardinal, ihr wolltet uns von den Prüfern berichten. Prälat von Hatten nahm die Brille mit dem Drahtgestell ab, die er auf der Nase trug, und massierte mit geschlossenen Augen den Nasenrücken. Auf dem der Steg der Brille eine gerötete Druckstelle hinterlassen hatte. Gewiss, sagte Ios verbindlich. Doch lasst mich zuvor eine Frage an Prälat Uth stellen. Ihr tragt den Handschuh. Seid ihr denn vom Pontifex Maximus schon offiziell zum Nachfolger unseres verstorbenen Bruder Carolus, der Herr hab ihn selig, ernannt worden? Das ist nur noch eine Frage der Zeit, beschied ihnen der Gabrielsländer knapp. Ich verstehe. Wie offenbar so vieles, dachte der Raphaelit. Nun gut. Wie auch immer, die Prüfer, ja? Nun, wir sind ein Zusammenschluss innerhalb der heilenden Hände des Herrn, dessen Gefolgschaft beständig zunimmt, seit neuestem auch und gerade innerhalb der Engel unseres Ordens. Wir teilen viele Ansichten, die etwa unser hochverehrter Abt vertritt. So vertreten auch wir eigentlich alle Menschen als gleichgestellt. Zumindest werden sie als vom Herrn geliebte Geschöpfe nach seinem Ratschluss geboren, und zwar meist ohne Sünde. Doch der Herr hat uns die Willensfreiheit geschenkt. Im Laufe seines Lebens muss sich der Mensch daher beständig zwischen Sünde und Lauterkeit entscheiden. Wer sich zu oft zu ersterer hinziehen lässt, der endet als Ketzer. Und die stets Tugendhaften als Kardinal, wie Eminenz? Versuchte Bredisi zu scherzen. Doch ein flammender Blick von Clermont zeigte ihm, dass dieser in derlei Dingen keinen Spaß verstand. Er ignorierte den Einwurf des Ab. Hat ein Mensch eine gewisse Last an Frevel und Missetaten begangen, indem er gegen die gottgegebenen Gesetze der angelitischen Kirche sündigt, hat er damit unserer Auffassung nach einen Anspruch auf Gleichbehandlung eingebüßt. Und dann? Fuhr Prälat von Hatten scharf dazwischen. Dann müssen sie gerichtet werden. In den Augen von Clermont glomm das Flämmchen religiösen Eifers, das, wie Brindisi wusste, rasch zum Flächenbrand des Fatanismus aufzüngeln konnte. Die Prüfer vertreten also einen anderen theologisch-philosophischen Ansatz, indem sie Sünde seitens der Menschen nicht als das Resultat der Versuchung des Herrn der Fliegen sehen, sondern als Ergebnis bewusster menschlicher Willensentscheide? Versuchte der Abt, das Gespräch auf ein ungefährlicheres Terrain zurückzusteuern. Gut, ein außergewöhnlicher Ansatz, aber doch wohl durchaus innerhalb des Auslegungsspielraums der angelitischen Dogmatik. Und das schlägt so hohe Wellen? Belustigt sah er zu Uth von Hatten hinüber, der aber sehr finster hinter seinem wieder aufgesetzten Brille hervorschaute. Es ist mehr als das, sagte der Gabrielsländer, ehe Ios von Clermont wieder das Wort ergreifen konnte.
Wenn mich meine Quellen nicht fehlinformiert haben, hat der Zulauf, den die Prüfer erfahren, doch bei weitem nicht nur theologisch-philosophische, sondern vor allem auch politische Gründe. Nicht wahr, Eminenz? Quellen, dachte der Kardinal des Ils verbittert. Sag doch ruhig Spione. Doch laut antwortete er höflich: Damit habt ihr sicher recht. Seien wir ehrlich, und ich bitte euch, das nicht persönlich als Vorwurf zu verstehen, sondern als Aufforderung, dass wir als Entscheidungsträger unserer jeweiligen Glaubensgemeinschaften für die Zukunft richtungsweisende Veränderungen herbeiführen können. Auch und gerade euer Orden ist dem meinen jahrhundertelang mit Undank begegnet. Von Clermont hatte sich in Rage geredet. Sein Kopf war gerötet und seine Worte kamen immer schneller heraus. Er war aufgesprungen und sein Blick sprang zwischen dem Ab- und dem Prälaten hin und her. Wir Raphaeliten haben das ohne Murren ertragen, haben Zugeständnis und Zugeständnis gemacht. Doch das hat jede Menge Wut bei vielen meiner Brüder und Schwestern hervorgerufen, die nicht mehr bereit sind, den anderen Orden als willfähiges, vermeintlich anonymes Hilfsmittel zur Verfügung zu stehen. Auf unseren Versammlungen vernimmt man, das will ich nicht verhehlen, immer regelmäßiger die immer lauter werdenden Forderungen nach einer grundlegenden Reform der Beziehungen zwischen den einzelnen Orden, die uns zu guter Letzt die Anerkennung erweist, die wir für unsere unbeirrten Werke verdienen. Nicht alles Leben ist heilig, meine Herren. Von diesem verweichlichten Kompromiss müssen wir uns verabschieden. Brennen wir die Geschwüre im Leibe Europas aus, bis auf das rohe Fleisch, auf das der Rest des Leibes heile. Bei den letzten Worten hatte sich der Kardinal so in Rage geredet, dass Speichel über seine Lippen gesprüht war. Vermont Bridisi starrte den Eiferer mit einer Mischung aus Abscheu und morbider Faszination an. Und sowas hat Zulauf? Mehr noch, für solche Ideen geht ihr mich um Unterstützung an, Kardinal? Fragte er ungläubig. Ja, ehrwürdiger Abt, rief von Clermont. Er kennt die Zeichen der Zeit. Seid dabei bei einem neuen Aufbruch der angelitischen Kirche, der dem Aufruf des Pontifex Maximus zum großen Kreuzzug gleichkommen kann. Wir werden immer mehr, und aller Orten bekennen sich die Diener der Kirche auf allen Ebenen der Hierarchie offen zu unseren Ansichten. Über Clermont haben wir schon gesprochen. Eine reine Stadt, eine menschliche Gemeinschaft ohne Verbrechen. Ab, Bridisi. Ehe er sich weiter ereifern konnte, fiel ihm der Prälat kühl ins Wort. Sagt mir nur eins, Ios von Clermont. Ist es wahr, dass ihr einzelne raphaelitische Engel gelehrt habt, wie sie die Gabe des Herrn umkehren und mit ihren ihnen von Gott gegebenen Kräften Wunden zu reißen vermögen, statt sie zu heilen? Und stimmt es, dass ihr dieses Wissen groß angelegt im gesamten Orden verbreitet habt? Nun, ich würde es nicht als Umkehrung der göttlichen Gaben bezeichnen, Prälat. Der bebrillte Gabrielsländer schoss wie von einer Feder geschnellt aus seinem Sessel hoch, sah nun auf Ios von Clermont herab und wiederholte im schneidenden Tonfall: Stimmt es oder stimmt es nicht? Es stimmt, sagte der Kardinal leise. Wir hielten es für nötig, unseren Engeln einen Weg zu weisen, sich in den Kämpfen gegen die Ketzer noch anders zu bewähren, als dadurch, dass sie andere nach getaner Arbeit zusammenflicken.
Aber Ud von Hatten hörte ihm schon gar nicht mehr zu. Er hatte dem plötzlich fürchterlich schwitzenden Raphaelsländer den Rücken zugekehrt und sah mit hinter dem Rücken verschränkten Armen auf die weit unter ihm ameisengroß erkennbaren betriebsamen Einwohner der ewigen Stadt hinab. Nach einem langen, unangenehmen Schweigen sagte er, ohne sich noch einmal zu Ios von Clermont umzudrehen: Dieses Gespräch ist beendet. Ihr werdet Roma Aeterna binnen 3 Stunden verlassen, Kardinal. Seid froh, dass ich noch nicht im Amte bestätigt bin. Denn wenn ich euch je als Inquisitor vor den Schranken meines Gerichts habe, dann gnade euch Gott. Ios von Clermont eilte ohne ein weiteres Wort hinaus und schlug die Tür zu. Sein letzter Blick galt ab Vermont-Brindisi, doch der erwiderte den Blick des Raphaeliten nur gleichmütig und sagte kein einziges Wort.